Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind wieder auf The Last of Us. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass das PSN im Arsch ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, können wir mal eine kleine Runde Singleplayer einlegen. Und ja, wir waren jetzt hier vor dieser Klicker-Gegend, wo ich ehrlich gesagt nicht so gut durchkam. Genau, hier gab es Backsteine und so. Und ich glaube, da hatten wir das so gemacht, dass wir hier eigentlich ganz gut durchgekommen sind. Aber ich werde jetzt einfach mal auf der zweiten Ebene, so, jetzt hier kurz, hopp, das da hinschmeißen. Ich werde jetzt hier gleich mal auf der zweiten Ebene so einen Molotow einsetzen. Ich glaube, das ist gar nicht mal das Dümmste. So, das Viech müsste da nochmal weg. Ah, scheiße, ich habe vergessen, mir einen Backstein zu nehmen. Ich hoffe mal, kommt nicht hierher, das Ding. So. Gehen wir mal schnell auf die zweite Ebene. Oh. Oh. Oh, okay, alles klar. Ich schau wieder um. Ich glaube, diesmal war ich nicht schuld. Ich glaube, diesmal hat die Kleine oder unser Freund irgendwie ein bisschen die anderen aufmerksam gemacht. Ich sehe auch gerade, ich bin ganz schön laut. Muss mal hier ein bisschen wegstellen, das Mikrofon. Sonst bin ich anscheinend ein bisschen am Übersteuern. So, jetzt gucken wir mal hier weiter. Aber jetzt mache ich es nochmal richtig, weil eben habe ich die eine Flasche nämlich nicht genommen. So, nimm die mal hier mit. Na? Danke. So, ich hoffe mal, das Mikrofon ist jetzt auch noch schön auf dem Bild. Manchmal verstellt sich das Mikrofon hier, das ist ganz komisch. So, das ist der erste. Da werde ich wieder die Flasche da hinten hinwerfen. Und hier ist die andere Flasche, genau. So. Jetzt schnell hier hinten durch. Ich hoffe mal, die anderen beeilen sich auch einigermaßen. Und dann werden wir jetzt hier hinten die nächste Flasche hinwerfen. So. Jetzt haben wir hier eigentlich freien Durchgang. Und hier will ich jetzt den Molotow hinschmeißen. Eigentlich. Irgendwo. Mal kurz gucken. So. Und jetzt habe ich nämlich gehört, laufen... Oh. Ich habe gehört, die laufen jetzt alle da rein und verbrennen. Ich renne einfach mal. Okay, ich glaube, das kann man vergessen, vor so einem Klicker wegzurennen. Okay. Okay. Ich würde sagen, ich kann... Na, ist er tot? Na, komm, helf mir. Okay. Ich habe schon wieder versaut. Ich wollte eigentlich auf Waffen wechseln. Aber ehrlich gesagt habe ich es nicht hinbekommen. Weil irgendwie, ich habe die Taste nicht gefunden. Ja, das war schon wieder übelster Fail. Aber ich müsste jetzt noch meine Molotow-Dinger haben, ne? Ja. Aber ich glaube, das mit dem Molotow war schon mal ein Anfang. Ah, das will ich jetzt aber noch nicht. Nee. Ohne Scheiß, ich bin manchmal... Komme ich nicht so ganz klar auf das Menü. Obwohl es natürlich einfach ist, aber ich spiele einfach zu viele Spiele, glaube ich. Und das ist natürlich immer unterschiedlich. So. Hä? Oh nein, das muss das Viech doch gehört haben. Anscheinend aber leider nicht. Oh, okay, scheiße. Rennen hätte ich hier mal wohl nicht sollen. Ich renn mal hier durch. Und jetzt schmeiße ich hier gleich einen Molotow-Cocktail hin. Ehrlich gesagt glaube ich nicht dran, dass das was wird, aber... Puh. Okay, da ist die Kleine. Aber ich glaube, ich muss eigentlich auch auf meinen anderen Kollege Acht geben, ne? Obwohl, der regelt bestimmt, oder? Noch regelt er. Auf jeden Fall. So. Jetzt machen die da oben rum, also haben sie eigentlich nichts mehr gehört. Ich glaube, ah, hier nochmal ein bisschen Munition. Na? Wieso können wir nicht durch? Oh, fuck. Na gut, das war jetzt so ein bisschen die Kick-and-Rush-Lösung, würde ich mal sagen. Aber, naja, was soll's, ne? Hat ja funktioniert. Was ist jetzt hier? Achso, hat er die Tür aufgemacht? Ganz ruhig. Ui. Aber das sind normale. Ist ja nicht ganz so schlimm. Dann würde ich sagen, packe ich mir mal eine normale Pistole. Ich schnapp mir die einfach von hinten. So.
So. Erstechen wollen wir den natürlich nicht. Das wäre, glaube ich, verschwendet. Deswegen einfach mal von hinten greifen. Oder einfach mal den Kopf zertreten. Kann man natürlich auch machen. Viel knapper kann es nicht werden. Naja, das sind ja nur die normalen. Die sind ja... Oh nein, und schon wieder diese scheiß Klicker, ey. Die gehen mir ehrlich gesagt echt auf den Sack. So. Flaschen liegen hier keine rum, oder? Ich sehe jetzt jedenfalls hier spontan keine. Okay, das Viech macht aber relativ weit da hinten rum. Können wir hier irgendwie... Ja, können wir hoch. Okay. Wer ist er? Oh, anscheinend ist er ein Zombie. Oh, shit, das lockt jetzt natürlich die Klicker an. Da habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht drauf geachtet. Ich gehe mal hier rein. Ich lasse das immer die anderen machen, die regeln das sowieso. Und ich gucke mich mal hier ein bisschen im Haus um. Hier ist eine Flasche. Okay, da ist er, da ist die Kleine. Okay, ganz ruhig jetzt. Cool, hier kommen sie nicht rein. Glaube ich. Da können sie reinkommen, okay. Ich würde sagen, wir gehen nicht erstmal hoch. Weil es da nicht hoch geht. Uiuiui, okay. Hier liegt jetzt erstmal... Na? Na, da ist doch wer, oder? Ja, da ist einer. Oh, da ist ein Klicker. Oh, oh. Na? Ah, scheiße. Nicht den Klicker. Nicht den Klicker. Ah, gut. Hat zwar geklappt, aber eigentlich klappt das ja meistens nicht. Meistens bin ich dann tot, wenn ich diesen Klicker mit Nahkampfwaffen angreife. Aber diesmal hat es anscheinend geklappt. Okay, Klicker und der Zombie sind tot. Schon mal ein Anfang. Jetzt müssen wir mal hier weiter gucken, weil hier richtig drinne zu sein scheint hier irgendwie nix. Doch, hier. Mal ein bisschen Scheren und so eine Scheiße. So, hier ist noch ein Backstein, aber wir haben ja schon eine Flasche, deswegen können wir das wieder mal nicht mitnehmen. Gehen wir mal hier hinten raus. Auch nichts mehr. So, hier unten haben wir alles erledigt. Da waren nur der Klicker und die Zombies. Und ja, hier sind jetzt noch ein paar Hütten. Oh, schon wieder ein Klicker, Alter. Oh, ich höre da schon wieder so ein Viech. Okay, da ist ein Klicker. Ah, das Problem ist nur... Ich würde gerne den Klicker von hinten nehmen. Aber das wird nichts, weil hier auch die Zombies sind. Okay. Na komm, den können wir so nehmen. Aber den Klicker, den muss hier unser Kollege tot machen. Ich springe hier erstmal runter. Hilfe! Oh, okay. Ich glaube, er schafft es auch nicht alleine. Na! Komm, lad nach! Schaff mich! Arsch noch im Hals! Jetzt! Oh, fuck. Oh, fuck. Gut, ich hoffe mal, er macht das jetzt. Ansonsten muss ich ihm helfen. So, okay, da musste ich jetzt nochmal was wegballern, aber ich meine, hier haben wir jetzt nochmal Munition zum Einsammeln. Meine Fresse, ey. Mir wurde schon gesagt, dass jetzt ein bisschen mehr Action ist. Und das ist tatsächlich der Fall. Also hier hast du jetzt ja kaum Ruhe, da kommt ja immer irgendwas. Ich muss nochmal ein bisschen gucken, wie ich das einsetze mit den Waffen. Manchmal will ich die nicht verschwenden und ja, manchmal irgendwie schon. So, ganz richtig mache ich es wahrscheinlich noch nicht, aber... Ich meine, wir sind ja weitergekommen, deswegen kann es ja nicht so falsch sein. So. Da haben wir jetzt eben noch mal was gefunden. Gehen wir hier unten nochmal in die Hütte rein. Ah, hier Pfeile. Chip, chip. Und noch ein Bogen. Aber Bogen hatten wir doch eh schon, oder? Und auch 1,5 Millionen Schrauben. Aber eine Werkbank ist hier nicht, ne? Soll keine darstellen, ne. Okay. Gehen wir ins nächste Ding hier rein. Da können wir durch die Tür durch. Kurz hier nochmal gucken.
aber sieht mir jetzt nicht danach aus, als ob hier noch was ist. So, ja, dann gehen wir mal hier raus. Sie ist von drinnen verriegelt. Er hat doch gerade die Tür aufgemacht. Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Ich dachte, ich soll die jetzt kaputt schießen. Aber anscheinend nicht. Okay, gut. Habe ich nochmal einen Schuss vergeben? So. Das ist aber eine ziemlich große Katzentür, muss ich sagen. Komm, mach auf. Drin sind noch mehr von diesen Klickern. Scheiße. Wo denn? Boah, die haben mich umhaut. In Deckung bleiben. Vorsichtig. Wo sind denn die Klicker? Ich sehe ja gar keine. Da kann ich ja schlecht in Deckung bleiben, wenn ich nicht weiß, wo sie sind. Ah, da. Okay. Ja, er hat gesagt, sie haben uns nicht gesehen. Deswegen sollte ich dann vielleicht einfach versuchen, hier durchzulaufen, ne? Ich versuch's jetzt einfach mal. Weil er gesagt hat, sie haben uns nicht gesehen. Vielleicht können wir dann einfach hier durchgehen. Ja. Oh, ach du Scheiße, das ist aber schon der Nächste. Und wir dürfen jetzt natürlich nicht laut sein, weil wenn einer ausrastet, dann rasten alle wieder aus. So. Da hinten geht's lang. Der hat uns anscheinend nicht gehört. Ich will jetzt natürlich auch nichts rumliegen lassen, aber ehrlich gesagt will ich von diesen Klickern weg. Und deswegen gehe ich jetzt... Oh, scheiße. Da gehe ich, glaube ich, nicht rein. Oh, ich muss aber eigentlich da rein. Okay, das hat auch funktioniert. So, hier ist noch was zum Mitnehmen. Aufs Wohnmobil und rüber. Hat anscheinend geklappt. Na los, na los, na los. Oh, was? L3. Ah, okay. Alles klar. Da hoch. Wo ist die Kleine? Hallo? Ellie? Da ist sie. Ja, weiß auch nicht. Die ist irgendwie immer weg und dann kommt sie wieder aus dem Nichts. Das gelassen. Hast du Freunde hier? Nein. Ah, schöner Pool. Aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Wer denn? Die Schule ist hier nebenan. Die Schule. Komm, Ellie. Ganz ruhig, ganz ruhig. Erstmal hier nochmal ein bisschen gucken. Gibt's noch ein bisschen Alkohol für uns? Und ein bisschen Scheren? Noch irgendwas hier? Nee, scheint mir nicht so zu sein. Hier drüben im Raum auch nicht. Hey, Joel! Ja? Ja, ganz ruhig. Ich komm gleich. Erstmal ein paar Dinge mitnehmen hier. Ich gehe auch nochmal hoch. So, hier ist nämlich auch noch massig Zeug. So, das fürs Gewehr ist voll. Okay. Ja, ich sollte, glaube ich, echt ein bisschen mehr schießen. Mal ohne Scheiß. Das hatten wir schon öfter mal, dass die Munition schon voll war und wir die sozusagen liegen lassen müssen. Hast du kurz Zeit? So. Nicht jetzt, Dally. Wieso haben wir jetzt keine Zeit? Hier noch ein paar Pillen. Aber das wäre es gewesen. Wieso haben wir denn jetzt keine Zeit? Eigentlich haben wir ja Zeit. Hier können wir nicht rein. Okay, dann gehen wir runter. Komm, Ellie. Wir reden später noch ein wenig. Hier haben wir noch eine Schublade. Und noch mehr Munition. So, zwei Messer haben wir jetzt ja mittlerweile auch schon. Hier können wir nicht ran. Hier sind noch mehr Pfeil und Bogen. Hilf mir hier mal kurz. Und das war's. Alles klar. Dann helfen wir ihm jetzt hier mal. Was habe ich gesagt? Da ist der Zweifel. Aber kein Klicker. Na los. Kein Klicker. Was sollen wir jetzt machen? Deinige. Wir müssen leise sein. Wir müssen leise sein, sagt er. Also nichts mit Schießen, ne? So, aber wo müssen wir jetzt genau lang? Naja, ich versuch's jetzt erstmal hier lang. Okay. Er hier. Er sagt immer leise, aber er stürmt immer vor wie so ein Berserker. Unglaublich. So. Wo müssen wir jetzt genau hin? Ehrlich gesagt weiß ich es gerade nicht. Ich glaube jetzt mal in die Richtung hier. Mal gucken. Sie kommt hinterher. Und er hängt noch um die Ecke. Oh.
Oh shit. Na gut, es war dann aber doch ein bisschen zu laut anscheinend. Na komm, gib ihr. Komm, gib ihr. Gib ihr. Also für diese normalen Zombies will ich nicht meine Munition verschwenden, eigentlich. Sollte ich vielleicht doch mal machen. Es sind nämlich irgendwie ein bisschen mehr jetzt hier. Na komm. Ja, sehr schön. Na gut, komm. Oh, was? Alter. Oh. Unser Kollege braucht... Unser Kollege braucht Hilfe, wollte ich gerade sagen. Ja, L leicht antippen, um dich leiser zu bewegen. Okay, dann probieren wir das nochmal. Ich muss jetzt nur mal gucken, wo ich überhaupt lang muss. Ich glaube, wir gehen mal da hinten rechts lang. So. Oh, scheiße, da sind aber auf beiden Seiten welche. Und ich glaube, der sieht uns jetzt auch... Ja. Na! Da muss er erst nachladen. Also, das ist ja auch das Beste. Okay, jetzt müssen wir hier aufpassen. So, nächsten. Boom. Na, oh. Manchmal erkenne ich das nicht, ob es die kleine Ellie ist oder ob es irgendein Zombie hier ist. So. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, die können wir ja eigentlich so umwichsen. Bin ich der Meinung. Da müssen wir ja nicht unbedingt, ja, schleichen, so sollen wir es anscheinend machen. Aber ehrlich gesagt muss es auch ohne gehen hier. Und mir macht so ein bisschen Kampf auch mal Spaß. Hat jetzt natürlich auch ein bisschen was mit meiner Unfähigkeit zu tun. Normalerweise würde ich natürlich langschleichen, wenn es geklappt hätte. Widerling, so sieht's aus. Haben wir hier irgendwas in der Tasche drin? Anscheinend nicht. Ja, das hat ja viel mehr Spaß gemacht. Und Energie abgezogen hat es uns, glaube ich, auch nicht. Vielleicht hat er uns einmal gehittet. Aber diese normalen Viecher, die tun einem ja irgendwie nicht unbedingt viel was. Bei diesen Klickern wäre es da schon wieder anders gewesen. Wie weit sind wir denn eigentlich schon wieder? Ellie, lauf, lauf! Oh, oh, okay. Ah, die kommt von vorne. Na, na! Oh. Na! Hallo, stehst du mal auf? Okay, ich habe mir das, glaube ich, ein bisschen zu einfach vorgestellt. Habe ich. Oh, fuck. Ja, sorry, also... Ja, ich habe jetzt nicht mit so vielen auf einmal gerechnet da. Aber jetzt sind wir an der gleichen Stelle. Ja, das hast du eben auch schon gesagt. Aber die kommen ja jetzt hier gleich um die Ecke. Da können wir ja gar nicht leise sein, oder? Ich mache jetzt einfach mal leise, aber... Wenn die hier gleich um die Ecke... Ellie, lauf, lauf! Ja, siehst du, das geht nicht anders. Hier muss... Ach, vielleicht sollen wir einfach mal rennen. Ich probiere es einfach mal. Weil er sagt, lauf, lauf. Okay, das, Ah, hier. Oh! Ah, scheiße, ich dachte, die können hier nicht hoch. Ist das ein Zombie? Ja. Ich verwechsel diese Frau immer mit Ellie. So, ich muss, ich muss meinen Jungs da mal helfen, glaube ich. Ja. Hier, komm. Lass mich los! Und ihm muss ich auch helfen. Na komm! Sehr schön. Ja. Und der Kopf wieder weg. So, jetzt muss ich ihm auch mal helfen. Sonst ist der nämlich auch gleich wieder tot. Okay, alles klar. Er hat geregelt. Oh, schöne Kombi hier. Achso, der ist noch nicht tot. Jetzt ist er tot, definitiv. Das war einfacher als gedacht. Ja, war sehr einfach, Kollege. War sehr einfach, definitiv. Wir sollten nichts riskieren. Wie kommen wir rein? Da liegt eine Leiter auf dem Bus. Hilf mir da hoch, dann hole ich sie. Ah, da oben. Okay. Gut, irgendwo soll ich da, glaube ich, Dreieck drücken. Ah, hier. Komm, Kleine. Na, gleich müssen wir auch einen Cut einlegen. Und hoch. So. Wo wollen wir denn rüber? Wir wollen auf die andere Seite, ne?
Ah, wir gehen hier direkt über den Bus, ja klar. Ist logisch. So, dann gehen wir hoch, Schätzchen. Alles okay. Wir müssen nur zur Motorhaube kommen. Ja, das sollte ja nicht so ganz schwer sein, ne? Na, komm. Runter hier. Okay, alles klar. Jetzt sind wir ja anscheinend bei der Schule. Sie kommen. Schnell jetzt, Kleine. Okay, das machen wir jetzt nochmal zusammen. Wir holen uns die Batterie und wir machen, dass wir hier wegkommen. Okay, hier kommen wir schon mal nicht rein. Ah. Und jetzt? Und jetzt? Wir müssen da rein, um an die Batterie zu kommen. Los, Bill! Ja, komm! Komm! Hoch! Ich kann nicht hochklettern. Ah, jetzt. Oh. Los, komm! Jetzt beeil dich! Hilf mir! Bist du jetzt so weit? Was? Es ist leer, verdammt! Leute! Wohin? Bill, wohin? Erstmal weg hier! Wir müssen raus hier! Komm mit! Okay, oh fuck. Ich würde mal sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um hier eine Pause einzulegen. War ja jetzt schon wieder sehr actionreich. Ich muss wirklich sagen, jetzt gibt es irgendwie nur noch Action seit den letzten anderthalb Parts so circa. Ja, ist natürlich ein bisschen extremer, aber macht natürlich auch mehr Spaß. Ich faile natürlich das ein ums andere Mal, das weiß ich selber, aber naja. Ich bin vielleicht nicht so der ruhige Spieler, ich muss da ein bisschen schlagen und ein bisschen schießen. Aber ansonsten, es könnte sein, dass ich in der Aufnahme einige Male übersteuert bin. Keine Ahnung, irgendwie hat sich das Mikrofon verstellt. Das ist mir aber ein bisschen zu spät aufgefallen. Das werde ich dann in der nächsten Aufnahme wieder verbessern. Aber ansonsten würde ich sagen, wäre es das für die Episode gewesen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.